Hallo Leute, wir werden heute etwas Spaß mit Feuerwerkskörpern haben. Hui. Und somit, hallo und herzlich willkommen Leute, hier wieder bei eurem allerbesten Freund der Pudel mit Gedudel. Wir spielen heute das wunderbare Game Fireworks Mania. Und ja Leute, wie soll ich sagen, ich habe schon eine klitzekleine Kleinigkeit hier für euch vorbereitet. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich würde sagen, es geht los in 3, 2, 1, go. Lehnt euch zurück und genießt die Show Leute. Rakete Nummer 1 geht hoch. Und? Es fängt ganz langsam an, Leute. Ganz viel Bum-Bum wird es gleich geben. Hoffentlich schalten das meine FPS aus. Oha. Ich glaube, ich habe etwas übertrieben, Leute. Aber nur so ganz dezent. Aber es sieht doch schön aus, oder was meint ihr? Ja, ja, kann sich sehen lassen. Ui, schön bunt. So, war es das schon langsam? Also Leute, man kann mich und meine Feuerwerkskünste natürlich auch buchen. Alle Informationen, die ihr dafür braucht, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hehe. Und ich würde sagen, wir spielen noch etwas mit den Feuerwerkskörpern rum, Leute. So, Leute, wenn ihr eben schon die Explosionen krass fandet, dann passt genau auf, was jetzt hier mit diesem kleinen, wunderbaren Ding passieren wird. So, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Und einen großen Sicherheitsabstand. Passt auf. Gleich wird kein Gewächshaus mehr stehen, Leute. Oha, das Gewächshaus steht doch noch, Leute. Da müssen wir definitiv noch viel mehr reinmachen. Also einmal hier die große Kugel wieder. Der kleine Tim. So, jetzt übertreiben wir noch etwas mit diesen Doomböllern. Wenn danach noch etwas von dem Gewächshaus stehen bleibt, dann weiß ich auch nicht, Leute. So, das wird nur ein kleines Bumm geben, Leute. Vertraut mir. Zack. Tschüss, Gewächshaus. Oh, oh. Tschüss, ganze Farm. Ja, okay. Man kann doch ungefähr erahnen, wo das Gewächshaus gestanden hat. Hey. So, jetzt nehmen wir mal diesen kleinen Freund und machen ihn hier in die Scheune hinein. Ich bin gespannt, ob ich die komplette Scheune in die Luft jagen kann. Oh, oh, und raus hier, und raus hier, und raus hier. Ich musste noch auf Nummer sicher gehen, ob das wirklich an war. Und? Hui. Schick, schick, die Scheune brennt schon mal, aber hier drin ist nicht sonderlich viel kaputt gegangen. Wo könnten wir das Ding jetzt noch einmal zünden? Ich habe vorhin schon ausprobiert, ob ich mit dem Ding in das Haus hier reinkomme, aber leider nein. Komm mit, komm, bei Fuß, Tim. Ja, gut. Er hat einfach so den Anhänger umgeworfen. Leute. Ja, ja, hör auf rumzuhüpfen. Ja, gut. So, wird das funktionieren, was ich vorhabe? Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Alles klar. Der Anhänger steht wieder wie eine 1. Okay. So, was könnten wir mit dem Ding jetzt noch anstellen? Frage ist nur, wird er stecken bleiben oder wird er rausfliegen? Bin sehr gespannt. Okay, er bleibt schon mal stecken. ja gut. Ich glaube mal, der Wasserturm ist dezent hinüber, Leute. Sollen wir mal versuchen, den Kästen hier in die Luft zu jagen? Natürlich sollte man dies in Real Life niemals nachmachen, Leute. Aber hier im Spiel geht's ja. Hier ist das ja kein Problem. So, noch ein paar verbinden. Und dann sehen wir mal, ob die Bienenkästen das Ganze überleben. Hups. Eigentlich wollte ich das bisschen aus der Ferne ansehen, aber ja gut. Ein paar Stück sind umgefallen. Schön. Wie viel wird hier wohl von den Obst übrig bleiben, wenn ich das voll mit Böller mache? Diesmal zünde ich das Ganze aus der Ferne. So. Let's go.
Komm, Rauch, geh weg. Da ist aber einiges übrig geblieben, Leute. Dann ist das eben so. Wird er jetzt den Rest vom Stand zerreißen? Und nein, der Stand steht immer noch. LOL! Dass er wirklich nach so einer heftigen Explosion immer noch da steht. Vor allen Dingen die Kisten und der Kürbis. Das sieht so aus, als ob denen gar nichts passiert wäre. Stabil, stabil, liebe Ranch. Ja, da wird Qualität noch ganz groß geschrieben, Leute. Einfach mal voll machen. Oh, oh, und jetzt weg, und jetzt weg, und jetzt weg. Bumm. Bumm. Hat ganz doll Bumm gemacht, Leute. Schön. Wir sind auch mittlerweile wieder mal am Ende dieses wunderbaren Videos angelangt. Wenn euch das ganze Video hier gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lassen würdet. Abo wäre sowieso nice. Vielleicht schreibt ihr auch einen netten Kommentar. Und alle Leute, die es geschafft haben, das Video bis zum Schluss zu schauen, die schreiben jetzt unten einmal in die Kommentare rein, Hashtag Böller. Damit ich sehen kann, wer von euch es geschafft hat, das Video bis zum Ende zu schauen. Und ja, Leute, jetzt gibt es auch nicht mehr allzu viel zu sagen, außer alles klar, oder rein oder nicht zu doll, Grüße Gang, passt auf den Hof. Tschüss, euer allerbeste Freund, der Pudel mit Gedudel. Bis zum nächsten Video.